Es freut mich, Sie auch heute wieder zu einer aktuellen Ausgabe von Best of Bewegt begrüßen zu dürfen. Genau genommen zu der zweiten Sendung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Überblick. Im Prime Tower tagt die Jury des Best of Swiss Gastro. Rückblick. Jurypräsident Freddy Angst im Gespräch. Blickfang. Das Pier 11 an der Aare in Solothurn. Ein echter Hingucker. Alle Jahre wieder treffen sich im Verborgenen 30 Experten, die über die Besten aus der Branche urteilen. Die Rede ist von der Best of Swiss Gastro Jury, die hoch über Zürich die Köpfe zusammengestreckt hat. Hier wird auf hohem Niveau juriert. Über den Dächern von Zürich. Im Prime Tower, dem höchsten Gebäude der Limmatstadt. Die Best of Swiss Gastro ist zusammengesetzt aus 30 Experten, Gastrokenner und Gourmets. Ehrlichkeit, Authentizität, Freundlichkeit und eine gewisse Spurfrische. Ein Top-Service. Originalität, Qualität und Top-Produkte. Das sind nur einige der Kriterien, auf die von der Jury großen Wert gelegt wird. Die besten Betriebe aus 8 Kategorien werden von den Juroren genauestens unter die Lupe genommen. Wir sind jetzt für Klassik zuständig in unserem Team. Und dort sehen wir, dass glatt die echte, wahre Schweizer Küche ein grosses Thema wird. Wo früher so ein bisschen ganz allgemein gehalten ist und jetzt ein bisschen mehr regionales Profil bekommt. Ja. Es ist noch kein Trend erkennbar, zumindest in der Kategorie Kaffees haben wir noch keinen gesehen. Aber es ist doch schon mal gut, wenn man sich in der Kategorie Kaffee bewirbt, auch Kaffee serviert. Also wir haben tatsächlich Kaffees gehabt, wo es einen Kaffee gibt. Das geht natürlich gar nicht. Gut 300 Gastronomen aus den 4 Sprachregionen haben ihr Konzept eingereicht. Nicht alle Konzepte kommen in die Gunst einer Nominierung. Genau 214 Betriebe werden an der diesjährigen Best of Swiss Gastro-Wahl ausgezeichnet. Also es muss irgendetwas in ein paar Worten zusammengefasst sein. Wir können so sagen, Werbespot in eigener Sache, warum sollte ich dorthin gehen? Und wenn es einfach nur der Floskel ist, mediterrane Küche oder wir bieten irgendwie moderne Wein oder so die Floskel, das reicht allein nicht. Klug ist, dass ein Betrieb, der innovativ ist, das heisst, tut er sich etwas überlegen, wie ist sein Angebot, wie ist sein Verhalten gegenüber Mitarbeitern, denkt er für den Gast? Also ich denke, es fängt ganz einfach an, was reicht ein Betrieb ein, reicht er alles ein, reicht er alle Unterlagen, die gefordert sind, wie füllt er den Fragebogen aus, nimmt er das sehr exakt oder sagt er einfach, wir sind ein guter Betrieb oder schreibt er wirklich, was das Konzept ist, was der rote Faden im Betrieb ist. Geschenkt wird hier also gar nichts. Im Gegenteil, mit jedem Jahr wird die Messlatte des Best of Swiss Gastro höher. Es gibt uns endlich mal eine Plattform, wo wir uns darauf präsentieren können, wo wir auf eine andere Art ein Feedback reinholen können über unsere Qualität, wie man uns wahrnimmt. Wir können uns auch vergleichen mit den sogenannten Mitbewerbern, mit der Konkurrenz. Das motiviert auch und stachelt ganz viele Betriebe an. Wir haben auch dieses Jahr wieder junge, neue Betriebe mit wirklich jungen, innovativen Gastronomen, die sich ins Zeug legen, die sich aber auch präsentieren können. Best of Swiss Gastro ist jetzt eine Chance für die, die nicht unbedingt nur den Fokus Gourmet haben, auch eine Plattform zu bekommen, um zu zeigen, dass sie gewisse Sachen ehrlich, gut und authentisch machen und mit viel Herzblut. Und für das ist dieser Preis sehr gut, weil es gibt in unserer Branche nicht nur Gourmet-Betriebe. Wie kaum ein Zweiter kennt Freddy Angst die Geschichte von Best of Swiss Gastro. Der Jurypräsident ist seit den Anfängen mit dabei. Mit einem Schmunzeln erinnert er sich an den Anfang zurück. Freddy Angst, Jurypräsident der ersten Stunde, seit 12 Jahren ehrenamtlich dabei. Was hat sich verändert in diesen 12 Jahren? Ich würde sagen, grundlegend alles. Also nicht in der Gastronomie, dort ist der Wechsel nicht so stark gewesen. Auch, aber was die Best of Swiss Gastro anbelangt, der ganze Ablauf der Jurierung, das ist heutzutage komplett anders als damals vor 12 Jahren. Inwiefern? Wir haben angefangen damals, da haben Bewerberbetriebe, die sich nominieren lassen, haben die Boxen eingeschickt. Die Jury ist gekommen, hat auf der Bühne oben die Boxen wild durcheinander gehabt und man hat dann die ausgelesen und hat sie an den Tisch genommen und sich durchsortiert. Man hat einen Zettel auf dem Tisch gehabt und dort irgendwelche Noten gegeben
Und es hat also sogar passieren, dass man die Boxen verwechselt hat, dass dann die Nummern vertauscht worden sind und dass man dann den falschen Betrieb beworben hat. Also das ist heutzutage undenkbar, dass man es nochmal so machen würde. Man hat einmal angefangen vor 12 Jahren mit den wichtigsten Kategorien und dann hat man Entwicklungen gehabt, nehmen wir zum Beispiel im Bereich Kategorie Kaffee. Kaffee sind damals, die hat es einfach gegeben. Und dann haben die Kaffees angefangen, tolle Konzepte machen. Und man dachte, ja, also dann machen wir doch die Kategorie Kaffee. Und so ist das mit Kategorien, die neu dazukommen, auch on the move. Also on the move, das heisst, das sind Betriebe, in den Berggebieten oder im Ausflugsrestaurant oder im Zoo oder was auch immer. Und das waren früher Verpflegungsstätten und heutzutage sieht man, dass da sind vielfach tolle Konzepte dahinter und es geht nicht nur darum, zum Gästen zu befuttern, sondern wirklich ihnen auch etwas zum Erlebnis zu geben. Jetzt sind wir am Jurieren bereits für 2015. Gibt es bereits Trends, die man ein bisschen herauslesen kann, wohin das geht in diesem Jahr? Es ist so, dass es also nicht mehr wie vor 12 Jahren noch ist, wo es wirklich eigentliche Trends gegeben hat. Also heutzutage dürfen wir sagen, dass es in der Schweiz einfach alles gibt, was man weltweit findet. Also vor allem in den urbanen Zentren wie Zürich natürlich. In Zürich gibt es schlichtweg alles, was man sich vorstellen kann. Und auch die weit reisen. Natürlich gibt es ganz tolle Sachen in London, in New York, in Barcelona, aber in Zürich, wenn es nicht schon gibt, dann wird es in kurzer Zeit geben, aber es gibt nicht mehr eigentliche Food-Trends. Wenn man jetzt ein bisschen vom Veganen weggeht, das ist vielleicht mehr Modeerscheinung, aber eigentlich Konzept-Trends in dem Sinn, wo sich zu einer grossen Masse entwickelt, das gibt es nicht mehr. Was kommt Ihnen beim Thema TCS in Sinn? Abschleppdienst, Camping, Berghütte? Wir zeigen Ihnen, was passiert, wenn der TCS entscheidet, das Gastronomieangebot auf einem Campingplatz auszubauen. Im Restaurant Pier 11 auf dem Campingplatz in Solothurn scheint auch bei schlechtem Wetter die Sonne. Der Campingplatz an der Aare ist einer von 27 TCS-Campingplätzen und Schauplatz eines Pilotprojekts. Mit dem neuen Format Gastronomie auf Campingplatz erhoffen wir uns einerseits mehr Dienstleistung am Gast bzw. An unserem Tourist, am Kunden. Und wir möchten natürlich durch das auch die wirtschaftliche Seite noch neu angehen. Das ist ein erweiterter Geschäftsbereich, wo wir hier einen Kanal aufmachen, einen neuen, um hier noch erfolgreicher unterwegs zu sein. Denn mit dem Projekt Gastronomie auf Campingplatz geht man auf die veränderten Bedürfnisse der Camper ein. Der Campinggast von heute verbringt nicht nur noch die Nacht auf dem Campingplatz. Er will auch kulinarisch verwöhnt werden. Glamorous Camping heißt das Zauberwort. Wir erwarten heute an Infrastruktur, an Einrichtungen ein gewisses Komfortpaket. Das geht in den Bereich Glamping, also Glamorous Camping. Und ergänzend zu dem Komfortcampen gibt es natürlich den ganzen Inhalt, der eine gepflegte und abwechslungsreiche Gastronomie natürlich nicht fehlen darf. Wer sich im Pier 11 an der Aare verköstigt, der fühlt sich gleich ein wenig wie in den Ferien. Die Architektur erinnert an eine Hafentaverne irgendwo an der Côte d'Azur. Aber nicht nur wegen der Einrichtung fühlt sich ein Gast dem Salzwasser sehr nahe. Unser Angebot, das ist in der Tat, das ist mediterran. Wir haben ein Tageskärtchen mit zwei sehr verschiedenen Tagesangeboten auf Fleisch und auf vegetarischer Basis. Und am Oben bieten wir ein spannendes à la carte. Dort haben wir mit einem Freund von mir, mit einem Sternenkoch aus dem Mattis Holz, Mürgslaschek, dürfen ein Konzept zusammen entwickeln, das für Campingplatz relativ neu ist. Und wir sehen aber, dass es wirklich auch dort das Richtige ist. Die Leute schätzen es, dass sie eben bei uns auch eine Delikatesse vom Holzkohlegrill oder eine Fischspezialität eben geniessen können. Und das auf dem Campingplatz. Und da behaupten wir, das ist ziemlich Neuland. Auch was die Übernachtungsmöglichkeiten anbelangt, ist das Pier 11 wegweisend. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass man das Angebot innerhalb des Campingplatzes erweitert. Und dort haben wir seit letztem Jahr ganz spannende und neue Formate, wo unsere Gäste übernachten können. Da haben wir zum Beispiel ein
Safari-Zelt im absoluten Luxusbereich mit Kühlschrank, Küche, Dusche, WC, alles im Zelt. Oder ein Zirkuswagen für Romantiker. Wir haben für Familien haben wir Pots, das sind so Holz-Mini-Formate, wo man zu dritt auf einer Matratze übernachten kann im Budgetbereich. Oder unsere Gabanne mit bis zu 6 Personen Schlafplätzen aus Ferienwohnung mietbar. Das Pilotprojekt Gastronomie auf dem Campingplatz läuft noch bis Ende des Jahres. Eine Frage der Zeit also, bis auch das Konzept der Jury vom Best of Swiss Gastro vorliegt. An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen mit einem kurzen Programmhinweis auf die nächste Sendung. Wir sind an der Eröffnung vom Gourmet Burger Restaurant «The Butcher» dabei. Ich freue mich auf die nächste Woche. Auf Wiedersehen miteinander und entlassen wir Sie wie immer mit einem Schmunzeln aus dem Internet.